So, unser Team ist jetzt wieder mal zusammengekommen hier im Schwarzwald und wir stehen jetzt auch, genau wie die Langbogner, kurz vom Kroni. Wir schießen da auch alle nacheinander mal schnell durch. Ich nicht mehr, hab's ja schon gemacht. Aber Paul hier als Hausherr natürlich, Dennis, Frau Maria natürlich auch noch, der hat auch einen Langbogen dabei, die kommt auch noch dazu. Und hier so ein kleiner Exot hier, unser Basti mit dem... ich mach kaputt. Ich nehme nur mit zwei Fingern, sonst ist er hin. Und vielleicht dann hinterher haben wir noch einen kleinen Show-Act, aber der wird kommen noch. Auf einer nach dem anderen. Basti, fängst du am besten gleich an. Ja, alles klar. Hi, ich bin der Basti. Ich schieße hier einen Kaya Windfighter. Das ist so ein koreanischer Bogen aus Carbon mit 45 Pfund. Die Pfeile sind in dem Fall die Goldtip Entrada. Wie viel Gewicht sie haben, kann ich nicht sagen. Hallo, mich kennt ihr ja, ich bin der Steve. Ich schieße jetzt den Feigenholz ILF Peregrine 2 mit Taumenrest drauf. Dann den Victory 3V DHD in 700, Spine 700, Gewicht von 80 Grain vorne drauf. Ja, das ist, auf die Finger habe ich 48 Pfund und Aussuch ist auch 28 Zoll. Hallo, ich bin der Matze. Ich schieße auch einen Bogen, ein Feigenholz. Peregrine 2 ist, glaube ich, mit 44 Pfund. Ich will zwei Pfeile schießen, nicht weil ich beim ersten nicht treffe. Ich hoffe, dass ich treffe. Ich habe einmal zum Vergleich nämlich dasselbe Setup, was der Steve schießt, allerdings ein 600er. Mit dem schieße ich einmal durch den Kroni und dann mit meinem bisherigen Setup mit dem Goldtip vierfach befiedert. Und da täte es mich jetzt einfach interessieren, wer welcher schneller ist und vor allen Dingen um wie viel schneller oder langsamer. So, das waren die 214 und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommt der vierfach befiederte. Gewichtsmäßig sind sie beide identisch. So, bin überrascht, trotzdem gleich schnell. Herr Marc. Bin ich der lange Teil von Bogensport Extrem, genau. Auch ich schieße einen Bogen, ja. auch ein Falkenholz, ein Takedown, genau. Die Pfeile Aurel Agil 400er mit der insgesamt 100 Grain Spitze, genau. Und die Federn von Steve, genau. Ich schieße es auch einfach mal durch. Muss halt andersrum. Hallo, ich bin der Paul. Ich schieße Redman vom Henry Budnik mit 45 Pfund. Und auf dem Pfeil ist ein Ares mit einem 600er Spine. Den habe ich noch nicht, gar nicht so lang. Aber er fliegt hervorragend. Habe ich morgen gelassen vom Roland Volk, vom Waldläufer. Der hat mir den kreiert. Und bin sehr zufrieden da damit. Jetzt schaue ich mal, was er an Geschwindigkeit bringt. Thank you.